Voodoo, was siehst du in der Zukunft? Ja, das ist immer schwierig zu sagen, was man in der Zukunft sieht, aber wahrscheinlich werden ein Haufen Konzerte gespielt und ich hoffe, dass andere Dinge, die ich gern mache, wie malen und quasi so ab und zu mal in einem Film mitspielen und dass das so abwechselt, dann kann man das Musizieren gut weiterführen, weil das immer so Inspiration bringt. So wäre der Plan gewesen. Andererseits habe ich auch nie einen Plan. Was für ein Film? Was wäre die beste Rolle? Also was hättest du gern gespielt? Über das habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Das ist eher so, da warte ich eher drauf, dass mir jemand mit was überrascht, wo ich mir denke, voll gut, dass das jetzt reinkommt. Also das müsste eher sowas sein. Was ich weniger spielen mag, glaube ich, ist so ein Strizi irgendwie, weil das halt so auf der Hand liegt, dass ich das mache. Und ich glaube, das wäre irgendwie so ein bisschen so der falsche Weg, dann sowas zu machen. Also es müsste vielleicht so ein bisschen von meiner Rolle weggehen. Dann so ein korrupter Cop zum Beispiel, oder? Ja, so. das ist schon mal gut, ja. Wo man nicht mitrechnet. Mhm. Es gibt, da gibt es sogar schon Pläne dazu. Ne? Dass du einen korrupten Cop, habe ich das gerade erraten? Ich kann in der Zukunft sehen, ich sehe es. Ja, du bist das eigentlich. Und der Film kommt wahrscheinlich 2022 raus. Mhm. Und du spielst an der Seite von? Nino aus Wien, okay. Der auch ein korrupter Cop ist. Wird das so eine Miami Vice-Geschichte auf Österreich? Würde mir gut gefallen. Ich glaube, wir verlieren sich in unserer Taktik. Aber und wer ist die weibliche Hauptrolle eurem Wunsch nach? Was stellst du dir vor? Ich darf nur nicht alles verraten. Ach, die gibt es sogar die schon. Die gibt es schon, ja. Mann. Die hat sogar schon angefragt. Das war so sie hat euch angefragt, ja. Dich und den Nino. Und besser geht's eigentlich gar nicht. Ja, und ihr habt ja gesagt. Und jetzt dreht ihr das auch. Wir haben mal so getan, so, ja, schauen wir mal. Aber österreichische Produktion oder international? Wir wollen es eigentlich selber aufziehen, das Ganze. Also es war so die Überlegung, ob wir quasi da irgendeine Firma an Bord holen, aber wir glauben, dass es gescheiter ist, wenn wir es einfach selber produzieren. Und die Konzerte, also ich sehe die ja erst hinterm Berg. Ich sehe sie jetzt die noch Konzerte nicht gleich. Sind, ne? Naja, es passiert ja trotzdem gerade irgendwie so ein bisschen was und ja, man weiß halt noch nicht so wirklich, wie das jetzt so weitergeht. Jetzt ist aber es wird immer gespielt werden, glaube ich. Also das, glaube ich, kann man nicht so richtig ausmerzen, dass da so gar nichts mehr gespielt wird. Vielleicht die Rahmenbedingungen ändern sich vielleicht so ein bisschen, aber schlussendlich wird immer gespielt werden. Und was siehst du für die Menschen da vorne, für alle Menschen? Da ist es natürlich wieder schwierig, nicht pessimistisch zu sein. Du, steht dir offen. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwann so einen Punkt gibt, wo alle sagen, außer es ist schon verdammt scheiße und richtig spürbar für alle, dann würden sie vielleicht alle mal zusammenreißen. Aber vorher, ich glaube nicht, von denen her wird es eher in was reinschlittern, was, ja, einfach so kein gutes Ende nehmen wird. Du, das sehe ich einfach lieber die Konzerte hinterm Berg. Ja. Ne? Ich höre mal ein bisschen der Musik zu hinter den Konzerten. Naja, du hast ja gefragt. Ne? Naja, danke für die Antwort. Prost.